Und auf seinem Finger saß dieser kleine Vogel. Die Federn schillerten in den buntesten Farben. Er sang so lieblich. Es war das schönste kleine Geschöpf, das ich je gesehen habe, Thea. Stinkende Kreatur! Martin, komm hier entlang. Ich hoffe, sie ist ernsthaft krank, weil Hausbesuche sind ineffizient. Es war meine Schuld. Ich habe die Post auf die Schwelle gelegt und sie ist darauf ausgerutscht. Also das ist das letzte Mal. Kümmern Sie sich um die Angelegenheit. Ja, wiedersehen. Was hat denn der hier verloren? Na komm, Camilla, ja. Du erinnerst dich doch an meinen Neffen Martin, Dr. Helling. Ja, natürlich. Schau dir doch mal das Gesicht an. Genau wie früher, als ich in mein Taschentuch gespuckt habe, um dir das Schokoeis aus dem Gesicht zu wischen. Kleiner Martin. Ist das empfindlich? Ach. Und hier? Ich setze mal Teewasser auf. Hier? Du wirst älter. Sensibler, hier und da ein kleines Missgeschick und du verlierst die Nerven. Geht es schon lange so mit dem Ausrutschen? Was, ich? Du! Na, Alma hat mir doch erzählt, dass du mit den großen Jungs in Berlin nicht mithalten konntest. Und da hast du dich nach Neuharlinger Sihl verkrochen. Sie haben eine leichte Verstauchung. Ich habe Ihnen ein Schmerzmittel aufgeschrieben und etwas gegen die Entzündung. Das Bein sollten Sie ein paar Tage nicht belasten. Bleibst du nicht zum Tee? Wenn es Probleme gibt, dann bring sie zu mir in die Praxis. Also, wie geht es ihr?
Wenn sie die Arznei nimmt, dann spült der Knöchel an. Ach, ich meine nicht den Knöchel. Glaubst du, dass sie geistig verwirrt ist? Wieso? Na, ihr Sohn Erik meint, dass sie geistig abbaut. Sie kommt zurecht, oder etwa nicht? Ja, schon, aber wenn ich ihm sagen könnte, dass du sie untersucht hast... Wenn du möchtest, dass ich den geistigen Zustand deiner Freundin überprüfe, dann ruf gefälligst in der Praxis. Martin, sie ist hier drin, direkt vor deiner Nase. Frau Hunsberg, was wissen Sie über die Berliner Mauer? Die Mauer? Die teilt Deutschland nach wie vor in zwei Teile. Denn obwohl sie im Zuge von Glasnost und Perestroika am 9. November 1989 offiziell gefallen ist, wird es Generationen dauern, bis sich die Deutschen wieder als ein Volk begreifen. Mhm. Vielen Dank. Hallo Doktor! Ist in Ordnung? Wollen Sie rein oder? Lieber etwas. Nein, ich dachte, ich bräuchte etwas. Hallo Martin. Hallo. Thea, ich. Schön, dich zu treffen. Ja. Leute zu treffen ist wirklich dein Ding. Und zwar da, wo es am meisten wehtut. Ich wollte sagen... Entschuldigung. Entschuldigung, Thea, die müssen hier irgendwo sein. Du warst dermaßen unverschämt. Ich bin Arzt. Ich kann's nicht fassen, dass du mich küsst, nur mir gleich darauf eine Diagnose meines Rachenraums um die Ohren zu hauen. Und das, nachdem wir beide die ganze Nacht auf den Beinen waren und uns nach Tobis Unfall Sorgen um sein Leben gemacht haben. Da kommst du mir mit Mundhygiene. Das ist krank, Martin. Das ist echt krank. Danke, Frau Tadix. 6,98 macht das. Vielen Dank. Möchten Sie eine Tüte? Und wenn es eine Entschuldigung sein sollte, dann war das ziemlicher Schrott. Thea, hallo. Ihr Wechselgeld. Liebes, ich wollte doch bloß, dass sie ein bisschen Geld spart. Drei Flaschen zum Preis von zweien. Meinen Sie, ich habe die jetzt wütend gemacht? Die Post liegt da drüben. Tee steht auf Ihrem Tisch. Hab drei Termine ausgemacht für heute Nachmittag und das Labor hat angerufen. Die Nummer liegt neben Ihrem Telefon. Wer sind Sie? Paula. Paula? Cousine von Melanie. Ihrer Sprechstundenhilfe. Wo ist Melanie? Vichy. Vichy? Vichy? Frankreich? Wo Chris Touristik studiert oder sowas? Melanies Freund? Also bin ich hier. Was soll das heißen, also bin ich hier? Melanie hat zu tun und ich vertrete sie. Ist ja nicht für ewig. Wie bitte? Verbinden Sie mich mit Melanie, sofort. Nein, ich tue meiner Cousine nur Gefallen, verstehen Sie? Ich glaube, meine Rippen sind hin. Oh, mit wem hast du dich denn geprügelt? Mit niemand? Name? Horst Strackholder. Horst Strackholder? Ah, gehen Sie bitte schon vor. Paula? Hast du dir also selbst eine reingehauen? Oh, ja. Paula, Sie bleiben hier. Ich muss aber gleich los. Am Stand ist heute die Hölle los. Du solltest dich ein paar Tage frei nehmen. Das geht doch nicht. Das hängt doch jetzt alles an mir, seit meine beiden Jungs in die Stadt gezogen sind. Herrje, das sieht ja schlimm aus. Ich dachte, er könnte das brauchen gegen den Schock. Er hat keinen Schock. Lass uns allein. Wahrscheinlich ist eine Rippe gebrochen. Wir haben das bloß getan. Es muss ja ein Überschläger gewesen sein. Das hat keiner getan. Rippen brechen nicht von selbst. Also gut, ich habe keine Ahnung, wer es war.
Der Typ haut mich im Süderweg einfach um und rennt dann weg. Du bist überfallen worden? In Neuharlinger Siel? Krass. Das hält er von selbst, oder? Au, au! Das hängt vom Röntgenbild ab. Röntgen? Nein, also bloß nicht ins Krankenhaus. Doktor, so schlimm ist das doch nicht. Au, au! Paula, wo ist er? Horst, hab schon gehört. Aber den kriegen wir. Was? Ich meine, wir... Ja, Paula hat mich angerufen. Das ist ein fieser Bluterguss, nehme ich an. Das ist halb so wild, Marc. Sowas kommt halt vor. Das sagst du nur, weil du nicht weißt, wie viele Überfälle ich in Neuharlinger Seel hatte. Doktor, raten Sie mal. Nein. Raten Sie. Nein. Nicht einen. Keinen. Das ist ein schwarzer Tag für Neuharlinger Seel. Komm, Horst, lass uns den Fall jetzt mal aufnehmen. Aber, ja, nach mir. Vor mir. Was soll ich denn sagen? Es gibt doch gar nichts zu erzählen. Das werden wir dann schon sehen. Na, Nils? Na, Nils? Immer noch traurig wegen Melanie? Oh. Also ich bin noch frei. Dann jetzt, alles klar. Komm, Marc, lass gut sein. Wir setzen uns hin, du erzählst mir alles, was du weißt. Pass auf. Wann kann ich denn nun endlich rein zum Doktor? Ich bekomme langsam keine Sie Luft mehr. Sie gehen da rein, wenn ich es Ihnen sage. Ja, aber ich hab... Hinsetzen. Na gut, dann sehen Sie mich wieder. Alles klar, Paula? Hi, Nils. Hallo. Du siehst noch genauso aus wie damals im Matheunterricht. Ah ja? Ja. Die Patrone hier ist für den Drucker vom Doktor. Ich kann sie reintun. Nein, ich mach schon. Und du, Melanie, ist wirklich zu Chris? Ja. Ja. Und eine Ahnung, wann sie wiederkommt? Ein paar Tage, weiß nicht. Hat sie eine Nachricht für mich hinterlassen? So? Tut mir leid. Ich muss zum Doktor. Sie haben gar keinen Termin. Herr Doktor, ich hab... Monatelang laufe ich mir die Hacken ab, schlage mich mit Papierkram herum, gebe Geld ohne Ende aus. Dann ist endlich alles bereit. Ich bin 8 Stunden auf der Autobahn unterwegs, obwohl ich auf meiner Baustelle in München gebraucht werde. Aber ich komme trotzdem her. Nur um zu erfahren, dass der Hausarzt alles ruiniert hat. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Meine Mutter? Camilla Hunsberg? Sie haben ihr heute Morgen geistige Klarheit bestätigt. Jetzt will sie nicht mehr ins Heim. Ein Pflegeheim ist für besonders Bedürftige gedacht. Und kein Ort, wohin schnelllebige Sprösslinge ihre Eltern abschieben können, weil sie glauben, woanders gebraucht zu werden. Meine Mutter leidet unter Demenz. Wer ist schuld, wenn sie auf der Straße angefahren wird oder in der Badewanne den Föhn anmacht? Ich habe ihre Mutter wegen körperlicher Beschwerden behandelt. Gleichzeitig habe ich ihre kognitiven Funktionen überprüft. Da sie im Normbereich lagen, gab es keinerlei Veranlassung für weitere Überprüfungen. Das ist meine professionelle Meinung. Und dies ist mein Behandlungszimmer. Deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie jetzt verschwinden würden. Tut mir leid, Herr Doktor. Marc? Gehen Sie einfach weiter, Doktor. Okay. Zivil! Was? Unser Freund. 1,80, nordeuropäische Abstammung, dunkler Kapuzenpulli. Der hat Horst Struckholders Portemonnaie. Und was wird er mit der Kreditkarte anstellen? Er wird versuchen, sie so schnell wie möglich einzusetzen, bevor sie gesperrt wird. Und wenn er das tut, dann bin ich da. Glauben Sie, dass der Dieb die Kreditkarte eines Ortsansässigen hier in Neuharlinger Seel benutzt? Wird er damit nicht woanders hingehen? Also, es geht jetzt erstmal um polizeiliche Präsenz. In Zeiten großer Unsicherheit, da möchte der Mensch seine Polizeikräfte auf der Straße sehen. Versuchen Sie nicht gerade unsichtbar zu sein? Stimmt. Also, möchte ich jetzt aber... Bitte, also wenn Sie jetzt... Sehr gut, Marc. Weitermachen.
Schon leichtfüßig, Doktor. Hm? Ja. 14,66, bitte, Doktor. Tut mir leid, heute nehmen wir keine Karten. Aber auf der Karte steht mein Name. Es ist nicht die Karte von Horst Strackhulder, der überfallen worden ist. Schreckliche Sache. Hat nie Glück, dieser Horst. Ja, dieser Horst. Aber ich bin Dr. Helling und Sie kennen mich. Es ist also vollkommen unlogisch. Ja, was nimmt? Welcher Kriminelle, der halbwegs seine Grips zusammen hat, wird die Karte hier in Neuharlinger Siel einsetzen? Keine Ahnung. Aber ich kann Ihnen versichern, in meinem Laden wird er damit keine Freude haben. Und ich kann mir sowieso niemanden vorstellen, der an Ihrem Laden Freude hat. Nicht, wenn er mit Karte bezahlen will. Mein Lesegerät ist nämlich defekt, Doktor. Na gut, zahle ich Ihnen morgen. Herr und Frau Anschreiber sind leider von uns gegangen. Bitte erwähnen Sie nicht Ihren Namen, es schmerzt zu sehr. Schönen Tag noch. Moin. Moin. Ihr wisst ja, was Horst passiert ist, nicht? Sind da? Halt! Moment mal! Hallo! Halt, stopp! Stopp! Warten Sie! Halt! Halt! Warten Sie einen Augenblick, bitte! Halt! 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 Und weg! Hier entlang. Ja. So ist gut. So ist gut. Ja. Wollten Sie rausschwimmen auf hohe See, ja? Ich brauche eine neue Batterie. Schön festhalten Sie, sehr schwach. Eine 8 Volt starke Batterie. Ja, aber die Frau Ludmann, die ist ja im Supermarkt. Frau Ludmann. Ja, die ist im Supermarkt. Können Sie mich hören? Sie sind nicht Frau Ludmann. Nein, ich bin Martin Helling, der Doktor. Sie ist ja vollkommen durchgefroren. Holt mich mit einem Handtuch! Frau Hornsberg, Tee zum Aufwärmen. Ich brauche nicht zum Aufwärmen. Ich bin nicht tot. Camilla! Camilla! Was machst du für Sachen? Was wollen Sie von mir überhaupt? Camilla! Sie ist dement. Wir haben alle unsere Eigenheiten. Das solltest du doch am besten wissen. Es gibt Eigenheiten und es gibt ins Wasser gehen, um Batterien zu kaufen. Alles klar. Horst Nikolai nimmt sie auf. Nein, nicht ins Heim. Also das ist ihr schlimmster Albtraum. Es ist bestimmt nicht leicht für mich. Ich habe immer gehofft, dass es besser wird, aber stattdessen... Ich kann mich doch nicht um sie kümmern. Ich bin in München. Na, ich kann mich ja um sie kümmern. Das kannst du nicht. Sie braucht Betreuung rund um die Uhr. Ich bin froh, dass Sie das endlich auch erkannt haben. Mein Gott. Missbrauchen Sie nicht den Namen des Herrn. Also? Überhaupt nicht zufrieden. Haben Sie die Medizin genommen, die ich Ihnen gegeben habe? Mein Knöchel. Die nächste Dosis ist fällig. Ich gebe ihr etwas Stärkeres. Schwester, können Sie die Medikamenteneinnahme überwachen? Ich tue mein Bestes. Was sonst? Ich hole mein Glas Wasser. Sehr gut. Es geht ihr ziemlich schlecht, oder? Sieht so aus. Ich dachte wirklich, sie käme alleine zurecht. Ich bin jeden Morgen bei ihr vorbeigegangen. Seit Jahren. Gradueller Verfall ist nicht immer gleich erkennbar. Mama, wie geht's dir? Sehen Sie sich Ihren Zustand an. Entzündungen sind bei älteren Menschen oft alarmierend, aber das hier ist nicht so ernst, wie es aussieht. Wäre alles nicht passiert, wenn sie gleich hergekommen wäre. Wenn Sie um Ihre Mutter so besorgt sind, warum haben Sie dann nicht besser auf sie aufgepasst? Dann wäre sie nicht ins Wasser gelaufen. Das ist jetzt wirklich nicht der richtige Augenblick.
Ja, was ist, mein Liebes? Wer ist der junge Mann? Entschuldigung. Hallo? Hallo Sie? Halt! Halt, geh ab! Handgelenk. Oh Gott, war das der von dem Überfall? Nein, ich war. Das er hat einen Kapuzenpulli angehabt, da bin ich hinterher. Der hat mich von hinten angesprungen. Ja, ich hab doch noch gerufen. Ja, aber ich hatte Kopfhörer drin. Ach, tut mir leid. Nein, nein, mein Fehler. Ich hab. Kleiner Überschlag. Überschlag? Ja, ich bin auf meine Hand gefallen, Doktor. Hat's Autsch gemacht. Und sollen wir jetzt mal? Hallo. Hi. Gut gemacht, Marc. Wir sind stolz auf dich. Ah, danke, Frank. Ich dachte, Sie gehen in die Klinik. Ja, wollte ich auch. Aber Paula meinte, Sie haben noch einen Termin in der Klinik und da dachte ich, ich warte und leiste Ihnen Gesellschaft. Ich habe aber noch Patienten. Ja, ich kann warten. Ich komme erst spät hier weg. Das ist kein Thema. Keine Freundin, keine Familie. Falls ich eines Tages Hilfe brauche, wer wird mich dann ins Krankenhaus bringen und so weiter? Und deshalb muss man seine Freundschaften pflegen. So wie Frau Honsberg und ihrer Tante Alma. So wie ich und Sie. Ich sehe uns schon auf die alten Tage. Sie auch. Wie wir nacheinander schauen. Und wenn Sie doch noch eine Freundin finden, das wäre auch okay. Obwohl ich sagen muss, dass ich Sie auf diesem Gebiet bewundere, Doktor. Sie sind so gar nicht bedürftig. Sie rennen dem anderen Geschlecht nicht hinterher. Sind Sie vielleicht? Nein. Nicht ein bisschen? Nein. Es wäre kein Problem, wenn Sie es wären. Wir könnten trotzdem Freunde sein. Das wäre möglich. Marc, halten Sie die Klappe. Guten Tag. Name? Dr. Martin Helling. Ich habe einen Patienten aus Neuharlingersiel. Er hat ein verstauchtes Handgelenk, das geröntgt werden müsste. Es wäre sehr entgegenkommend, wenn Sie ihn gleich dran nehmen könnten. Er muss erst die Untersuchung abwarten. Nein, ich habe die Diagnose bereits gestellt. Genau darum geht es in der Untersuchung. Ja, und ich habe das bereits erledigt. So läuft das ja aber nicht. Oh. Hallo, Mal. Hallo, Imke. Kriegsverletzung? Ein einziger Dschungel da draußen. Na, komm gleich durch. Danke. Herr Strachholder! In Ordnung mit Ihnen. Verzeihung. Dr. Martin Helling aus Neuharlingersiel. Herr Strachholder ist mein Patient. Ach so. Was hat die Röntgenuntersuchung ergeben? Röntgenuntersuchung. Von seinen gebrochenen Rippen? Nee, das muss eine andere Verletzung sein. Ich habe ihn wegen seinen Verbrennungen untersucht. Verbrennungen? Entschuldigen Sie mich. Thank you.
So, Doktor. Danke. Ist wohl besser, wenn es durcheinander unter uns bleibt? Ja, das ist besser. Ja, danke. Paula? Was halten Sie davon? Gut, oder? Ich finde die Akte eines Patienten nicht. Sie muss da sein. Wie ist der Name? Strackhol, ne? Horst. Sie schauen hier unter S. Sollen wir es nochmal ganz von vorne machen? Vorname Horst, stimmt's? Also schauen wir unter Hane. Hier. Aber ich kann doch meine Berichte nicht unter einem Vornamen ablegen. In Siegen haben wir das immer so gemacht. Was war denn das für ein Arzt, ein Veterinär? Nee, ein Tierarzt. Aber Arzt ist Arzt. Hab eine Menge dort gelernt. Kleine OPs, Spreißel und sowas. Das verstauchte Handgelenk hätte ich ihn auch gemacht. Eierleicht. Hier, Horst Strackhulder. Hat er den Unterlagen mitgebracht aus dem Krankenhaus wegen der Rippe? Glaub nicht. Wo soll ich denn jetzt nachschauen? Unter B wie Brief oder P wie Papier? Schiebt er noch den Kopf vom Hänger und im nächsten Moment da haut... Dieser Mann hat eine gebrochene Rippe. Er sollte keine schweren Sachen heben, sondern im Bett liegen. Und wer verdient das Geld? Tut mir echt leid, Doktor. Wie lange war er bewusstlos? Ein paar Sekunden, mehr nicht. Es geht schon wieder. Noch ein bisschen neblig, sicher der Schock. Zeigen Sie mir den Schnitt. Frau Strackhulder? Frauke. Könnten Sie ein Glas Wasser besorgen? Ich hol mal seinen Tee. Nicht für ihn, für mich. Ach so, ja klar. Das Blut. Ich habe ihm doch gesagt, dass Sie nicht arbeiten sollen. Ja, wie denn? Es geht doch nicht. Ich habe Sie im Krankenhaus gesehen. Ja, danke, Doktor. Und daraufhin habe ich mir Ihre Patientenakte angeschaut. Sie haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Verletzungen gehabt. Warum haben Sie mir davon nicht erzählt? Doch. Kommen Sie morgen beide in die Praxis. Ich will mit Ihnen eine ganze Reihe von Fragen durchgehen. Ja, aber Herr Doktor... Ruhe. Sie tun jetzt, was man Ihnen sagt. Gut. Wie geht es Ihrer Mutter? Es ist schlimmer geworden und die Schwellung ist auch nicht zurückgegangen. Ich habe einen Freund von mir in München angerufen. Er ist Arzt, Chefarzt. Er sagt, sie hätten sie röntgen lassen müssen. Sehr interessant. Ich verstehe das nicht. Haben Sie die Tabletten genommen? Ich will nicht ins Haus Nikolai. Mama, du bist bereits im Haus Nikolai. Trink nicht am Abend. Sonst machst du dich nass. Dann bringen sie dich ins Heim. Shh, Mama, alles ist gut. Haben Sie Ihre Tabletten genommen? Ich habe mich nicht nass gemacht. Natürlich hast du dich nicht nass gemacht. Haben Sie die Medikamenteneinnahme überwacht? Haben Sie sie trinken sehen? Haben Sie sie irgendetwas trinken sehen? Nicht direkt. Ich habe ihr nur ein Glas Wasser hingestellt. Ich trinke morgens, wie immer. Ich brauche Rehydrierungssalz. Ja, kommt. Offenbar hat Ihre Mutter seit einiger Zeit die Flüssigkeitseinnahme vermieden. Wie? Sie trinkt nicht, Sie haben es ja gehört.
Sie hat Angst, ins Bett zu machen. Ja, natürlich trinkt sie was. Ja, meine Tante hat ihr Tee gemacht. Dass sie den Flüssigkeitsspiegel zeitweise erhöht, was bewirkt hat, dass sie einigermaßen luzide blieb. Sie ist vielleicht überhaupt nicht dement? Abwarten. Frau Honsberg, ich will jetzt sehen, was das hier trinken. Komm, Mama. Das wird dir helfen. Es wird Ihnen bald besser gehen. Wir legen Sie in den Tropf. Sie hatten in den letzten Jahren eine beachtliche Anzahl an Verstauchungen und Brüchen. Nun, so viele waren es auch nicht. Ich habe 17 gezählt. Haben Sie Beschwerden mit dem Gleichgewicht, beim Sehen, beim Hören? Nein. Hört mich nur nicht, wenn er den Müll rausbringt. Frauke. Nehmen Sie Medikamente, von denen ich nichts weiß? Nein, keine. Drogen? Ich. Was waren das für Verbrennungen, mit denen Sie ins Krankenhaus gegangen sind? Beim Feuer machen. Benzin. Heißes Fett. Kochen auf dem Lagerfeuer? Beim Grillen. Diese Neigung, sich zu verletzen, haben Sie die schon lange? Nein. Ja. Herr Strackhulder, wir müssen herausfinden, warum Sie sich immer verletzen. Das Krankenhaus ist schon informiert. Wir werden einen Ultraschall von Ihrer Halsschlagader machen, um herauszufinden, ob Sie ischiatische Attacken haben. Dann ein EEG, um Epilepsie auszuschließen. Und natürlich eine Kernspintomographie, die uns zeigt, ob Sie einen Hirntumor haben. Oh Gott. Liebling, vielleicht wäre das am besten. Sei doch nicht so dumm. Du bist nicht. Doktor, Sie hat recht. Es gibt wirklich keinen Grund, sich hier Sorgen zu machen. Wenn Sie einen Hirntumor haben und nichts unternehmen, könnten Sie sterben. Sie waren wirklich sehr nett, Doktor. Vielen Dank für Ihre Mühe. Ich habe hier noch eine Dauerkarte für Sie. Kopf 8 steht gleich in der ersten Reihe. Ganz ehrlich, Doktor. Also, vielen Dank für alles. Wir werden über das alles nachdenken, was Sie uns gesagt haben. Wir bleiben in Kontakt. Klar? Marc, was macht Ihr Handgelenk? Oh, das geht gut. Wissen Sie, die machen alle ein Theater um mich. Dabei habe ich ja nur meine Pflicht getan, ne? Schauen Sie mal. Ja. Sie haben sich dem Räuber doch gar nicht in den Weg gestellt, stimmt's? Also rein technisch gesehen, stimmt das, ja. Was heißt rein technisch? Nein, gar nicht. Also das sagen Sie, Doktor, aber das ist Ansichtssache. Schließlich wusste ich ja nicht, dass Nils nicht der Angreifer war, nicht wahr? Also habe ich ihn doch gestellt, oder? Wissen Sie, die Leute, die wollen das Gefühl haben, dass die Polizei Fortschritte macht. Besonders bei so schwerwiegenden Fällen, da fühlen sie sich dann sicherer. Das ist besser für die Leute, als die Wahrheit zu kennen? Ich glaube nicht, dass die Leute wissen wollen, dass unser Freund hier irgendwo abgetaucht ist, spurlos. Die Wahrheit ist, es gibt ihn gar nicht. Wie? Wieso? Ich kann Ihnen nicht sagen, woher ich das weiß. Schweigepflicht, aber ich weiß es. Aber da habe ich mir mein Handgelenk völlig umsonst. Und die haben doch jetzt aber schon alle unterschrieben auf der Karte. Hier, Frau Tadix und hier Nils und Gerd und da der kleine Tobi Donker, Heidelinde vom Radio, Kapitän van der Linde. Und hier, gucken Sie mal, ganz süß, Thea und Erik. Nicht? Der Erik, der hat ja früher immer bei mir dieses grünäugige Eifersuchtsmonster geweckt. Als ich noch dachte, Thea sei diejenige welche. Ja.
Das ist jetzt wirklich peinlich. Martin! Martin! Camilla ist wieder die Alte. Gut. Gut, fantastisch. Sie sieht wie ein Schonschuh. Ich bin stolz auf dich. Ich schaue morgen mal nach ihr. Das ist nicht nötig. Sie kommt um 3 Uhr nach Hause. Wir holen sie ab. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich so eine gute Unterhaltung mit ihr hatte wie heute. Als ob sie aus dem Jenseits zurück ist. Danke. Kennen Sie Thea? Thea Sonnabend? Ja. Ja. Dann habe ich ganz vergessen, dass ihr jeder jeden kennt. Wir gehen einen trinken. Feiern. Hm? Schönen Abend noch. Sie hat gesagt, er ist einfach zu schüchtern. Immer wartet er darauf, dass das Mädchen den ersten Schritt macht. Weil er immer auf eine Erlaubnis wartet. Und wenn du sie ihm dann gibst, dann vermasselt er alles. Sie hat gesagt, es ist zu jämmerlich. Ja, ich glaube, ich kann verstehen, warum sie wieder zu ihrem alten Freund zurückgegangen ist. Morgen, Doktor. Hallo. Doktor? Nils? Erzähl das. Die hat mich ganz schön verarscht. Du kennst ja Melanie. Aber sie hat gesagt, du hättest einen süßen Hintern. Nils? Damit hatte sie verdammt recht. Praxis Dr. Helling, Paula am Apparat. Ich nehme an, dass Melanie nicht zurückkommt. Nein. Ich möchte mich da ganz klar verstanden wissen. Ich werde ihre Stelle neu ausschreiben. Gut. Ich kann nämlich nicht ewig einspringen. Das Gespräch ist dringend, das ist Frau Strackholder. Dr. Helling? Martin. Sehen Sie jetzt endlich ein, dass man Ihren Mann gründlich untersuchen muss? Er ist da drin. Hier durch. Können Sie bitte die Jalousien öffnen? Das ist keine gute Idee, Doktor. Öffnen Sie die Jalousien, Frau Strackholder. Was haben Sie mit ihm gemacht? Da ist was gerissen. Bitte, Doktor, sagen Sie es keinem. Wenn meine Kumpels im Mord. Ich wäre erledigt. Ist das hier freiwillig? Freiwillig? Mein Horst liebt das. Ah, meine Schulter. Ah. Welche ist es? Rechts. Sie haben einen Krampf in Ihrem Trapezmuskel. Ich werde Ihnen Diazepam injizieren. Das wird Sie entspannen. All diese Verletzungen sind... Auch die Verbrennungen. Außer am Strand, da ist er vom Hänger gefallen. Warum haben Sie mir nichts gesagt? Es tut mir leid, Doktor. Also in Zukunft müssen Sie vorsichtiger sein. Ja. Wenn er im Rausch der Gefühle das Sicherheitswort vergisst. Frauke, bitte. Ruhe, Würstchen. Er ist Arzt, warum soll ich es ihm nicht erklären? Nicht nötig. Wissen Sie, wir sind schon so viele Jahre verheiratet und... Nachdem unser Sohn das Haus verlassen hat, da haben wir nach ein bisschen Abwechslung gesucht. Sie stehen nicht auf Injektionen, oder? Nö. Ja, und dann haben wir durch Zufall das hier entdeckt. Und ja, das hat uns eine ganz neue Welt eröffnet. Und vor allem, er ist einfach nur genauso bescheuert wie vorher. Ja? Hallo, Martin. Sie sehen schon viel besser aus. Und jetzt hältst du dich für was ganz Besonderes. Darf ich mal den Knöchel sehen?
Die Schwellung ist schon deutlich zurückgegangen. Verschreib einer alten Frau ein Glas Wasser und schon bist du der Held des Tages. Wenn ich 100 Euro habe und davon 7 ausgebe. Ja, ja. Also heute ist Mittwoch. Es ist 15 Uhr. 12. Deutschland wird noch immer von einem unfähigen Haufen regiert, der nichts auf die Reihe kriegt, besonders für die Alten. Wir sind im Haus Nikolai, Heim für alte Käuze in der Nähe von Neuharlinger Siel an der Nordsee. Du hättest 93 Euro übrig, womit du heutzutage noch nicht mal eine Runde im Latein schmeißen könntest. Bist du dann soweit? Ich bring deinen Koffer ins Auto. Ja, außer... Außer was? Ja, außer du fragst noch mal, ob ich hier bleiben kann. Bist du sicher? Ja. Ja, und was mache ich denn dann jeden Morgen um 8:30? Na, du hast doch einen Hof zu versorgen, meine Liebe. Camilla, willst du eine Runde mit mir? Ja. Oh Gott. Missbrauche nicht den Namen des Herrn. Jetzt weiß ich, warum ich den Gedanken nicht ertragen konnte, dass sie in ein Heim kommt. Weil du auch schon alt bist. Ich hätte es vielleicht nicht so plump ausgedrückt. Verzeihung. Oh, es sieht aus, als wäre alles hin. Es tut mir leid. Zumindest hast du noch einen teuren Wein. Ein ganz alter. Ein alter Freund, meine ich, kommt heute Abend zum Essen. Gut. Dann. Thea. Doktor. Erik. Ich könnte jetzt ein ganzes Pferd verdrücken. Gute Nacht. Schönen Abend noch.